an der Seite von King Charles ist Queen Camilla. Ganz ehrlich, ich kann das immer noch nicht glauben. Wenn ich das sage, ne, Queen Camilla, dann denke ich so, oh, hätten wir damit gerechnet, dass das wirklich je passiert? Gehen wir mal 20, 25, 30 Jahre zurück. Die böse Affäre, die unsere Königin der Herzen, und zwar Diana, irgendwie ja immer gekränkt hat, dadurch, dass Charles sich immer so zu ihr hingezogen gefühlt hat. Man hat sie so ein bisschen verschrien als Bauernfrau, stillos, Tampon-Lady. Du weißt es noch, es gab dieses unsägliche Gespräch zwischen Charles und ihr, was aufgezeichnet wurde, was veröffentlicht wurde, wo irgendwie darüber geredet wurde, dass sie gerne sein Tampon wäre. Das sind ja alles so Sachen. Und niemand hätte Er wollte der Tampon von ihr sein, genau. Ja. Alles andere wäre schwierig. Stimmt. Ja, nein, aber... Niemand hätte doch damit darauf, worauf ich hinaus will, du weißt es. Ja. Hätten wir damit gerechnet, dass die irgendwann mal Königin wird? Ja, also ich ganz... Ich nicht. Weil ich finde, dass Charles und Camilla perfekt zusammenpassen und dass es die perfekte Königin ist an der Seite des Königs. Und man sieht ja, über wie viele Jahrzehnte diese Beziehung hält und wie wichtig die beiden füreinander sind. Und natürlich, klar, Camilla hatte es nicht leicht. Die englische Bevölkerung hat sie gehasst teilweise, weil es ja immer hieß, sie sei daran schuld, dass die Ehe mit Diana und Charles gescheitert sei. Wenn wir uns mal tief in die Augen blicken, Janina, wissen wir, glaube ich, beide. Und es weiß auch inzwischen das englische Volk natürlich, A, war Diana auch nicht der Unschuldsengel, für den sie alle gehalten haben. Und B, hatte sie ja auch ihre Affären. Und C, haben sie einfach nicht zusammengepasst, Charles und Diana. Also optisch war das natürlich ein Traumpaar. Und viele haben gedacht, Wunder, diese junge, wunderschöne Frau, dann kamen die Kinder. Aber da war halt null Liebe, da war keine Herzenswärme. Und ich glaube, man hätte dieses ganze Drama allen Beteiligten ersparen können, hätte man Charles, so wie er es wollte, damals schon seine Camilla heiraten lassen. Aber da war ja die Queen Mom dagegen. Naja, absolut. Naja, ja. Und ich glaube auch, der größte Fehler, den Diana gemacht hat, war, dass sie immer gedacht hat am Anfang, Charles hätte aus Liebe geheiratet. Ja. Charles hat nicht aus Liebe geheiratet. Nein. Charles hat geheiratet, weil Diana standesgemäß war, weil sie auch keinen Ruf hatte. Sie war quasi jungfräulich, sagen wir so. Sie war nicht quasi jungfräulich, sie war jungfräulich. Sie war ja gerade erst 19, genau. Also sie war ja blutjung. Und Camilla war halt eine Frau, die schon gelebt hat und die auch schon Männer hatte. Und ja, das sie war hat damals nicht gepasst. Genau, ne? Sie war verheiratet und wäre ja dann eine geschiedene Frau gewesen. Und das hat Queen Mom nicht gepasst. Vom Stand hätte sie absolut zu Prinz Charles gepasst. Sie kommt ja auch aus der Society oder aus dem Adel. Kommt sie schon, also sie hätte auf jeden Fall genauso gut gepasst wie Diana, aber sie war eben geschieden und sie hatte Kinder. Ja, sie hatte eine große Vergangenheit, auch als sie sich das erste Mal kennengelernt haben, ja, schon. Da war sie ja auch schon verlobt, liiert, genau, ja. Und das hat Queen Mom nicht gepasst. Aber ich glaube heute immer noch, sage ich auch, das hätte man alles ersparen können, klar, dann wäre Diana nie die Königin der Herzen oder die Prinzessin der Herzen gewesen. Aber vielleicht, ja, wer weiß, wenn und man jetzt das Rad zurücktritt. Und wir hätten Harry und William nicht. Genau. Was ja auch ein großer Verlust wäre, denn die beiden bescheren uns natürlich immer schön viel Gesprächsstoff. Nicht nur das britische Volk hat Camilla gehasst, wie du gerade gesagt hast. Auch Harry und William haben Camilla gehasst. So schreibt es zumindest Harry in seinem Buch. Er erinnert sich da an eine Szene, wie William und er ihn angefleht hätten, die andere Frau, also damit ist Camilla gemeint, nicht zu heiraten. Und sie war nun mal die böse Stiefmutter. Also das Verhältnis war ja lange sehr, sehr schlecht. Er wirft ihr auch in dem Buch vor, dass sie Kampagnen gegen ihn gefahren hätte, dass sie gezielt den Weg zur Krone gesucht hat. Camilla scheint damit aber relativ entspannt umzugehen mit diesen ganzen Anfeindungen. Ne? Die beiden haben sich ja auch seit der Beerdigung der Queen, glaube ich, nicht mehr gesehen. Oder sogar noch länger? Ich glaub, nein, er hat ja niemanden gesehen seit der Beerdigung der Queen. Also er hat ja seine ganze Familie nicht gesehen. Also ich glaube, dass Prinz Harry bei vielem ja übertreibt. Und wer das Buch kennt, wer die Doku kennt, da stimmt ja vieles nicht. Das ist ja inzwischen auch belegt, dass da einfach Wahrheiten erzählt werden. Die Wahrheiten sind von Meghan und Harry, die aber nicht stimmen. Und ich glaube, dass die bösen Sachen, die er über Camilla sagt, er hat ja auch über seinen Bruder, über Kate, über den König, er hat ja über viele Leute schlecht geredet
und geschrieben. Und ich glaube, dass, ja klar, das hat er auch bei Camilla gemacht, aber ich glaube, dass Camilla da drüber steht. Und ich bin sicher, wenn die sich jetzt in England sehen, die wird dann an die Brust drücken und wird sagen, komm, schön, dass du da bist. Also so schätze ich sie ein. Wir können noch eine Sache verraten. Und zwar werden wir am 6. Mai natürlich den ganzen Tag live über die Krönung berichten. Und wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Die Vorbereitungen in Großbritannien sind im vollen Gange. Es gab jetzt schon eine Probe. Mitten in der Nacht, ganz geheim, sah man Pferde, Kutsche, alles auf den Straßen von London. Wahnsinnige Bilder, die zeigen, wie da schon geprobt wird. Also London ist schon jetzt quasi im Ausnahmezustand, wir eigentlich auch. Ich bekomme da jetzt schon Gänsehaut, wenn ich das sehe. Also ich freue mich schon sehr auf den 6. Mai. Es wird großartig. Wir beide, wir werden dabei sein, ja, mit ganz, ganz vielen tollen Gästen und Experten. Also ein kleiner Teaser für alle, die sich auch für das britische Königshaus interessieren. Das ist auf jeden Fall ein Tag in der Geschichte, den Sie nicht verpassen dürfen. Und wir würden uns natürlich am meisten darüber freuen, wenn Sie diesen großartigen Jahrhunderttag bei uns live verfolgen.